Willkommen auf dem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Tiefenlockerer vorstellen, den Marke Kuhn, den DC402. Kostet hier 12.000 Euro und 612 Leasing. Hat hier eine Arbeitsbreite von 6 Meter. Man kann das dann hier dann zusammenklappen. Finde ich echt tolle Sache hier. Man hat nicht nur also 4 Meter oder 3 Meter, sondern man kann gleich 12 Meter hier bearbeiten. Haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und benötigen eine Leistung hier von 150 PS, entsprechend hier 110 kW. Wir können hier einmal hier die Farbe auswählen, jetzt zum Beispiel hier in den Gelb, wer es ein Gelb mag, für 100 Euro extra. Oder natürlich für Frauen, was auch vielleicht den Landwirtschaftssimulator spielen und auf die Farbe Pink natürlich stehen, gibt es natürlich auch ein Pink. Dann haben wir hier mit Warntafeln. Wie wir sehen, also es wäre dann ein bisschen unvorteilhaft, den in Orange zu wählen, weil dann geht das alles irgendwie ein bisschen unter. Wäre vielleicht irgendwie die Warntafel mit Rot-Weiß vielleicht besser vielleicht gewesen. Also wenn wir sehen, die Markierung kostet hier 250 Euro Aufpreis. Also ich habe ihn schon mal gekauft in den Originalfarben. Wir können hier hinten auch eine Sämaschine anbringen. Dann haben wir hier, wie man sehen, die Textur mäßig, finde ich, ist sehr gut hier gemacht. Also ist hier gar nichts verpixelt. Steigen wir mal ein. Starten hier unseren MB-Truck. So. Dann klappen wir das hier einmal aus. Cool wäre es, wenn wir natürlich irgendwie ein Geräusch dabei hätten, aber ist leider nicht so. Und dann fahren wir mal so vor. Gucken mal, jetzt dann auch sehen, jetzt den hier. So, ist besser. Wenn man hier mit 12 km/h brettert jetzt hier entlang, macht seine Arbeit ganz gut, finde ich, mit dem Tiefenlockerer. Wird auch nicht langsamer. Extra hier die breiten Reifen drauf dran, um bodenschonend zu arbeiten, wegen der Verdichtung. Die Reifen werden ja schon schmutzig. Und mal schauen, ob der Tiefenlocker auch schon mal schmutzig wird. Ziehen wir hier mal das aus dem Boden mal raus. Steigen mal aus, schauen das Ganze mal an. Nein, das ist noch nicht schmutzig. Leider nicht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, wenn wir weiter dann arbeiten tun. Ja, aber ich finde so her den Mod eigentlich eine tolle Sache. Und schauen wir uns mal den Look an. Wir haben hier Warnings drin, wie wir sehen. Partikelsystem. Spülen wir mal runter, irgendwas mit Mesh, und da sehen wir hier, das kommt leider hier von diesen Kuhn, wie wir sehen. Ist leider schade. Auch irgendwas mit hinten wegen Skript und so. Ich kenne mich ja nicht hundertprozentig aus, und wie wir dann da sehen, es kommt jetzt hier von den Tiefenlockerer, von den Kuhn DC402. Und kommt dann die I3E, D, und dann, wir sehen mal hier, kommt dann Warning, Partikelsystem, mit der Mesh, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, leider Gottes ist es halt so. Ja, wenn dir dieses Video trotzdem gefallen hat, dann schaust du natürlich wieder rein, würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.